Hallo zusammen. Beim letzten Mal haben wir angefangen, über die Frage zu sprechen, ob religiöser Glaube eigentlich rational ist oder nicht. Wir haben gesehen, dass auf Seiten der Religionskritik meistens die Position vertreten wird, dass der religiöse Glaube irrational ist, wie das zum Beispiel bei Russell oder Clifford der Fall gewesen ist. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass diejenigen, die von der Wahrheit des religiösen Glaubens überzeugt sind, normalerweise eher der Position zuneigen, dass er auch rational ist, wie zum Beispiel bei Thomas von Aquin. Aber es gibt eben auch die andere Position. Es gibt religiöse Menschen, die annehmen, dass der Glaube nicht vernünftig ist und vielleicht sogar gar nicht vernünftig sein soll. Glaube, so wird dann behauptet, hat eigentlich gar nichts mit Vernunft zu tun. Er muss nicht mit der Vernunft verteidigt werden oder braucht Argumente, auf die er sich stützen kann. Für diese Position hat sich der Name Fideismus eingebürgert, vom lateinischen Fides Glaube, also der Glaubensismus, bei dem es auf den Glauben allein ankommt und eben nicht auf die Vernunft. Ganz allgemein kann man darunter all diejenigen Thesen verstehen, die behaupten, dass der Glaube nicht rational ist oder nicht rational sein soll. Und heute wollen wir uns ein paar Verfechter solcher und ähnlicher Positionen anschauen. Grundsätzlich kann man hier so zwei große Strömungen unterscheiden bei dieser rationalismuskritischen Position, nämlich die eine, die sagt, Glaube ist eine Entscheidung unter Risiko. Das heißt, wir sollten nicht der Vernunft die Entscheidung überlassen, ob wir glauben wollen oder nicht. Die andere Position, das ist der radikale Fideismus, der sagt, echter Glaube kann gar nicht vernünftig begründet werden. Er steht gegen die Vernunft und muss auch gegen die Vernunft stehen, um wirklich wahrer Glaube sein zu können. Fangen wir mal mit der ersten Position an, der Glaube als Entscheidung unter Risiko. Diese Position geht zurück auf ja, Blaise Pascal, den französischen Philosophen der Neuzeit. Bei ihm findet sich in seinen Fragmenten, seinen Gedanken, also einer Sammlung von ja, Überlegungen, philosophischen Skizzen, die erst nach seinem Tod veröffentlicht worden sind, darin findet sich das sogenannte Argument der Wette. Pascal beginnt dieses Argument der Wette damit, dass er ganz einfach feststellt, entweder gibt es einen Gott oder es gibt keinen. Also eine von diesen beiden Tatsachen besteht. Aber, sagt Pascal dann, die Vernunft kann nicht entscheiden, welche dieser beiden Tatsachen der Fall ist. Also die Vernunft kann uns sagen, dass es diese beiden Möglichkeiten gibt, aber sie kann uns nicht sagen, welche von beiden Möglichkeiten die richtige ist. Glauben, sagt Pascal dann, ist nämlich gar keine Sache der Vernunft. Er drückt das sehr poetisch aus, wenn er sagt, das Herz hat seine Gründe, welche die Vernunft nicht kennt. Das Herz und nicht die Vernunft nimmt Gott wahr. Das heißt Glauben. Aber wir können es nicht bei dieser theoretischen Offenheit belassen. Wir müssen uns trotzdem entscheiden, wie wir leben wollen. Das heißt, wir müssen eine Entscheidung in Ungewissheit treffen. Wie sollen wir angesichts dieser Situation wetten? Worauf sollen wir setzen? Auf welche, sagen wir mal, Lebensform sollen wir setzen? Also auf welche Art und Weise sollen wir uns entscheiden, wie wir unser Leben führen wollen? Gemeint ist damit, für welche dieser beiden Optionen, entweder ein religiöses Leben führen oder kein religiöses Leben führen, sollen wir uns klugerweise entscheiden. Also wir können nicht rational begründen, welche der beiden Positionen die richtige ist oder welche der beiden Lebensformen vielleicht die richtige ist. Wir müssen also eine kluge Entscheidung treffen angesichts des Mangels von Argumenten. Es geht hier also nicht um eine theoretische Begründung, sondern um eine praktische Klugheit der Entscheidung. So, wir haben jetzt zwei Optionen, was wir machen können. Wir können entweder an Gott glauben und ein religiöses Leben führen, oder wir können glauben, dass es keinen Gott gibt und ja, auf das religiöse Leben verzichten. Damit ergeben sich dann für Pascal vier mögliche Szenarien. Wir haben die beiden Rahmenbedingungen, entweder Gott existiert oder Gott existiert nicht. Und wir haben die zwei Optionen, religiöses Leben führen oder kein religiöses Leben führen. Nun, das erste Szenario ist das, wir führen ein religiöses Leben und Gott existiert tatsächlich. Dann sagt Pascal, gewinnen wir alles. Wir gewinnen die ewige Seligkeit, wir gewinnen ein unendliches Gut. Also der Nutzen, den wir in diesem Fall haben, wenn wir uns so entscheiden, ist unendlich groß. Wenn wir hingegen die Option wählen, ein religiöses Leben zu führen und uns vertun, also Gott existiert nicht,
dann verlieren wir, sagt Pascal, nichts. Oder er räumt das dann ein bisschen später ein, vielleicht verlieren wir ein bisschen was, denn das religiöse Leben ist ja mit bestimmten Verzicht und mit bestimmten Aufwendungen verbunden, die uns erspart blieben, wenn wir kein religiöses Leben führen würden. Nicht wahr? Wir müssen sonntags vormittags in die Kirche gehen und sowas. Also vielleicht haben wir einen geringen Verlust dadurch, dass wir auf bestimmte Annehmlichkeiten verzichten wollen. Setzen wir mal einen mehr oder weniger willkürlichen Zahlenwert hier ein, also auf einer Skala von 0 gar kein Verlust bis 1 kompletter Verlust, sagen wir mal ein Verlust von 0,1 Nutzeneinheiten, was auch immer das dann sein mag. So, das sind die Szenarien bei der ersten Option. Bei der zweiten Option, kein religiöses Leben zu wählen, da gibt es nun die Möglichkeit, wir wählen kein religiöses Leben und Gott existiert. Das sagt Pascal uns eigentlich gar nicht, was da passiert. Also er gibt gar nicht ein Ergebnis an für dieses Szenario. Relativ beliebig, was wir jetzt hier einsetzen wollen. Also wir könnten davon ausgehen, dass Gott dann vielleicht diejenigen bestrafen wird mit ewigen Höllenqualen oder so etwas, die nicht an ihn glauben. Dann müssten wir hier ein negativ unendlich einsetzen oder vielleicht auch nur einen beliebigen negativen, aber endlichen Wert, also von mir aus minus 0,5 oder so etwas. Was auch immer Sie da einsetzen wollen, es hängt nicht wirklich was im Argument davon ab. Und was ist, wenn wir kein religiöses Leben führen und Gott existiert nicht? Nun, dann sagt Pascal, dann gewinnen wir auch nichts. Gewinn oder Verlust laufen dann mehr oder weniger auf Null hinaus. Oder man könnte auch hier etwas großzügiger sein und sagen, man gewinnt ja dadurch etwas, dass man sich all die Unbequemlichkeiten spart, die Einschränkungen, die mit einem religiösen Leben verbunden sind. Also setzen wir hier mal einen Wert von, sagen wir mal, plus 0,1 an, um diesen geringen Gewinn auszudrücken. So, wenn wir uns jetzt diese Matrix anschauen, müssen wir feststellen, sagt Pascal, die erste Option, das religiöse Leben zu führen, ist immer die beste Option. Wenn ihr gewinnt, so gewinnt ihr alles. Und wenn ihr verliert, so verliert ihr nichts. So drückt Pascal es aus. Also wenn es einen Gott gibt, dann ist der Gewinn unendlich. Wenn es ihn nicht gibt, dann ist der Verlust gering. Also was auch immer ich tue, also wenn ich die religiöse Option wähle, ich komme immer besser raus. Wenn es einen Gott gibt, gewinne ich unendlich viel. Wenn es keinen Gott gibt, verliere ich so gut wie nichts. Bei der zweiten Option hingegen, da gibt es eigentlich nichts zu gewinnen. Wenn Gott nicht existiert, ja, höchstens so einen minimalen Gewinn, der durch einen persönlichen Gewinn von Freiheit oder sowas erreicht wird. Aber es gibt sehr, sehr viel zu verlieren, wenn er existiert. Der mögliche Gewinn bei der ersten Option übersteigt also in jedem Fall den möglichen Gewinn bei der zweiten Option. Das Verlustrisiko ist bei der ersten Option ebenfalls viel geringer als der mögliche Gewinn. Also, es gibt eigentlich für denjenigen, der klug denkt, nur eine einzige sinnvolle Entscheidung. Wer klug ist, setzt darauf, dass es Gott gibt und lebt ein religiöses Leben. Aber, fragt Pascal dann, kann ich mich denn einfach so dazu entscheiden zu glauben, nur weil ich festgestellt habe, dass es klugerweise die richtige Entscheidung wäre? Nein, antwortet er, das geht natürlich nicht. Ich kann nicht einfach sagen, okay, es wäre wohl gut zu glauben, also glaube ich jetzt, sondern ich muss mich irgendwie dazu bringen zu glauben. Pascals Lösung lautet, fang doch einfach mal so an zu tun, als würdest du glauben. Er bringt das Beispiel derjenigen, die vor einem gleichen Dilemma gestanden haben und nicht wussten, wie sie vom Unglauben zum Glauben wechseln sollten, und sagt dann, sie handelten in allem so, als glaubten sie. Sie gebrauchten Weihwasser, ließen Messen lesen und so weiter. Ganz natürlich wird euch das Gleiche zum Glauben führen und euren Verstand demütigen. Also setzen wir den Verstand außer Gefecht. Schließen wir ihn aus der ganzen Angelegenheit. Praxis und Gewohnheit setzen sich also irgendwann gegen den Widerstand der Vernunft durch. Die Vernunft sagt, wir haben keine Gründe zu glauben, also können wir nicht glauben, aber durch Praxis und Gewöhnung, durch eben Messen lesen lassen, Weihwasser gebrauchen und so weiter und so fort, lernen wir irgendwann trotzdem zu glauben. Fake it till you make it ist so das Motto, das hier dahinter steht. Also wir üben ganz bewusst eine bestimmte Lebensform ein, die uns zunächst fremd ist, um dann eben durch Gewohnheit diese Lebensform zu unserer eigenen zu machen. Das ist kein Selbstbetrug für Pascal, denn wir wissen ja, dass es klug ist. Wir lernen nicht eine Lüge zu leben, sondern wir lernen uns in das einzuleben, was wir als richtig erkannt haben.
Problem an der Sache ist allerdings, Pascal kennt nur zwei Optionen. Es gibt aber doch mehr als nur eine einzige Religion. Und wenn jede Religion uns jetzt eine unendliche Belohnung verspricht, dann kann man gar nicht mehr zwischen den verschiedenen einzelnen Religionen unterscheiden. Also, wenn wir nicht vor der Frage stehen, soll ich an Gott glauben oder nicht, sondern vor der Frage stehen, soll ich an den christlichen Gott glauben oder nicht, soll ich an den muslimischen Gott glauben oder nicht, soll ich an die Götter des Hinduismus glauben oder nicht und so weiter und so fort, dann, ja, wenn jede dieser Religionen uns einen unendlichen Nutzen verspricht, wie sollen wir dann zwischen den verschiedenen Religionen entscheiden können? Ein weiteres Problem ist, dass Pascal mit dieser Größe eines unendlichen Nutzens rechnet und sagt, naja, der Glaube an Gott bringt uns einen unendlichen Nutzen, wenn er existiert. Aber ein solcher unendlicher Nutzen ist eigentlich nicht sinnvoll denkbar, denn sobald irgendwie ein unendlicher Nutzen ins Spiel kommt, wird jede andere Überlegung hinfällig gemacht. Wenn etwas einen unendlichen Nutzen hat, dann übersteigt das jedwede andere Form von endlichem Nutzen, egal wie gering die Wahrscheinlichkeit dafür ist. Also wenn irgendetwas unendlichen Nutzen hat, dann sollte ich es auf jeden Fall tun, solange die Wahrscheinlichkeit dafür größer als 0 ist. Also nehmen Sie ein absurdes Beispiel. Wenn die Wahrscheinlichkeit größer als 0 ist, dass Sie durch Nasebohren zur ewigen Seligkeit gelangen, dann sollten Sie es tun. Und sagen Sie jetzt nicht, die Wahrscheinlichkeit ist aber 0. Sie ist es nämlich nicht. Es ist kein logischer Widerspruch, dass Sie durch Nasebohren zur ewigen Seligkeit gelangen können. Es ist nur sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wenn der Nutzen endlich groß ist, sollten Sie es trotzdem tun. Das erscheint irgendwie kontraintuitiv. Also nehmen wir diesen schwierigen Punkt der unendlichen Nützlichkeit raus und sagen wir, na, der Glaube an Gott, wenn es ihn gibt, mag vielleicht einen sehr, sehr großen Nutzen haben, aber einen, der immer noch endlich ist. Dann wird jetzt allerdings relevant, wie wahrscheinlich das jeweilige Szenario ist. Denn wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass Gott existiert, dann sollten wir nicht auf ihn setzen, selbst wenn der Gewinn sehr, sehr groß ist. Also nehmen Sie auch hier wieder ein Beispiel. Wenn ich Sie vor die Wahl stelle, möchten Sie 1000 Euro bar auf die Hand oder möchten Sie einen ausgefüllten und bezahlten Lottoschein haben, der Ihnen die Chance auf 6 Richtige garantiert? Was wäre die kluge Entscheidung? Nun, die kluge Entscheidung wäre ganz offensichtlich, die 1000 Euro auf die Hand zu nehmen. Denn sicher, beim Lottoschein ist der mögliche Gewinn viel, viel größer. Also es gibt eine viel, viel größere Gewinnsumme als die paar tausend Euro, die ich Ihnen anbiete. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diesen Gewinn kriegen, ist sehr, sehr gering. Heißt also, auch wenn der mögliche Gewinn endlich ist und sehr, sehr groß ist, müssen wir ihn nicht in jedem Fall annehmen. Also müssen wir nicht in jedem Fall darauf setzen. Eben dann nicht, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Für Pascals Argument bedeutet das jetzt, dieses Argument der Wette macht nur dann einen Sinn, wenn wir ohnehin schon die Existenz Gottes für halbwegs wahrscheinlich halten. Also wenn Sie bereit sind, der Existenz Gottes eine moderat hohe Wahrscheinlichkeit, vielleicht nicht höher als 50%, aber auch nicht signifikant darunter, wenn Sie bereit sind, der sowas zuzuordnen, dann kann Ihnen Pascals Argument den letzten Schubser geben, den Sie vielleicht noch brauchen, um sich angesichts dieser schwierigen Situation für den Glauben zu entscheiden. Aber wenn die Existenz Gottes für Sie von vornherein eine extrem niedrige Wahrscheinlichkeit hat, dann wird Ihnen Pascals Argument auch nicht wirklich weiterhelfen. Die zweite Variante, dieser Glaube unter Risikoposition, finden wir ein bisschen später bei William James. William James ist ja einer der Vordenker der modernen Psychologie gewesen und er gilt auch als einer der Mitbegründer des Gebiets der Religionspsychologie. Und das Interessante an James ist jetzt, dass er sich in seinem Aufsatz The Will to Believe, also der Wille zum Glauben, ganz direkt mit Clifford auseinandersetzt, über den wir im letzten Video gesprochen haben. Cliffords Aufsatz trägt den Titel The Ethics of Belief, James antwortet mit The Will to Believe. Und James' Einwand gegen Cliffords Evidenzialismus ist nun, ja, nicht in jeder Situation können wir warten, bis das erreicht ist, was der Clifford gerne hätte, nämlich diese hinreichende Evidenz. Hinreichende Evidenzen sind ein schönes Ideal, etwas, wonach man in der Wissenschaft bestimmt streben sollte, aber was in den Niederungen des alltäglichen Lebens nicht besonders gut funktionieren kann. Der James formuliert das sehr schön, wenn er sagt, objektive Evidenz und Gewissheit sind sicherlich sehr schöne Ideale, mit denen es sich spielen lässt. Aber wo sind sie zu finden auf diesem mondbeschienenen, von Träumen heimgesuchten Planeten?
Wenn es keine Evidenzen gibt, was machen wir denn dann? Wenn unsere Vernunft nicht entscheiden kann, sagt James, dann haben wir das Recht, die Entscheidung unseren Emotionen zu überlassen. Und das ist sein wichtiger Punkt in diesem Aufsatz. Die Vernunft muss manchmal vor den Emotionen zurücktreten. Er sagt, die Gefühlsseite unseres Wesens darf nicht nur, sondern muss eine Option zwischen verschiedenen Behauptungen entscheiden, wo es sich um eine echte Option handelt, welche ihrer naturgemäß nicht aus intellektuellen Gründen entschieden werden kann. Denn wenn man unter solchen Umständen sagt, triff gar keine Entscheidung, sondern lass die Frage offen, so ist dies selbst eine gefühlsmäßige Entscheidung. Ebenso, als wenn man sich für Ja oder Nein entschiede und mit derselben Gefahr verknüpft, die Wahrheit zu verlieren. Heißt das jetzt, laut James, wir dürfen die Vernunft einfach so ignorieren? Nein, so weit kommt es dann doch nicht. Wir können in bestimmten Situationen Entscheidungen unserer Vernunft entziehen und sie unseren Emotionen überlassen, aber nur, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Die erste Bedingung lautet, die Frage muss tatsächlich intellektuell unentscheidbar sein. Die zweite Bedingung lautet, es muss sich um eine echte Option handeln. Was ist jetzt das? Was ist eine echte Option? Na, James definiert das am Anfang seines Textes und sagt, insgesamt sind drei Faktoren relevant für eine echte Option. Erstens sagt er, die Option muss lebendig sein. Lebendig, das bedeutet, die Option spricht uns an. Also wir haben irgendwie ein Interesse an der Entscheidung in dieser Frage. Irgendwie sind wir motiviert, nach dieser Entscheidung zu handeln. Also es kommt irgendwie drauf an für uns, wie die Entscheidung ausfällt. Das ist nicht bei allen Optionen so. Also nehmen Sie eine Wahl zwischen, soll ich ein religiöses Leben führen oder soll ich atheistisch leben? Für viele von uns ist das vermutlich eine lebendige Option. Das heißt, sie sind irgendwie daran interessiert, wie diese Entscheidung ausfällt. Das ist ihnen wichtig. Oder ein anderes Beispiel, Sie sollen eine Wahl treffen, willst du Bayern-Fan sein oder willst du Dortmund-Fan sein? Auch das kann für viele von uns eine ziemlich wichtige, lebendige Option sein, weil eine ganze Menge davon abhängt, wie man sich in dieser Frage entscheidet. Anders ist es jetzt, wenn ich Sie vor die Wahl stelle zwischen zwei verschiedenen Packungen Apfelsaft. Welche von beiden möchten Sie haben? Da werden Sie vielleicht sagen, ja, ist mir eigentlich relativ egal. Das ist für Sie keine lebendige Option, weil nichts wirklich davon abhängt, für welche Seite Sie sich entscheiden. Kann natürlich auch Menschen geben, bei denen das anders ist. Wenn Sie so ein Apfelsaft-Fanatiker sind, dann würde es vielleicht für Sie einen sehr großen Unterschied machen, welchen von beiden Apfelsäften Sie wählen. Ob eine Option lebendig ist oder nicht, ist nichts, was sich objektiv entscheiden ließe. Das ist eine Frage der persönlichen Präferenz. Aber ne, es kommt darauf an, ob diese persönliche Präferenz bei uns besteht. Wenn sie besteht, dann ist die Option lebendig. Das ist also der erste Faktor, Lebendigkeit. Der zweite Faktor ist Unumgänglichkeit. Die Option muss unumgänglich sein. Das bedeutet, die beiden Entscheidungen, die beiden Entscheidungsmöglichkeiten in dieser Option schließen einander aus. Entweder ich wähle das eine oder ich wähle das andere. Aber es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Das heißt, wenn ich mich nicht entscheide, hat das genau die gleiche Konsequenz, wie wenn ich ablehne. Also es gibt nicht die Möglichkeit, sich nicht zu entscheiden. Auch das wieder gut an einem Beispiel klar zu machen. Nehmen Sie an, Sie kriegen ein Jobangebot gemacht und sagt und der Arbeitgeber sagt Ihnen, Sie müssen zu- oder absagen bis zum 31. dieses Monats oder so etwas. Sie können sich entscheiden, zuzusagen, Sie können sich entscheiden, abzusagen, aber es gibt keine dritte Möglichkeit. Denn wenn Sie einfach nichts machen und sich sozusagen der Entscheidung enthalten, ja, dann läuft das faktisch darauf hinaus, dass Sie abgelehnt haben. Also diese beiden Möglichkeiten haben Sie, eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Die Entscheidung ist unumgänglich, sie muss getroffen werden. Das war der zweite Faktor. Faktor Nummer drei ist die Bedeutsamkeit der Entscheidung. Eine Entscheidung ist bedeutsam dann, wenn die Entscheidung die einzige Gelegenheit ist. Das heißt, die Option, die Ihnen angeboten wird, wird mit der Entscheidung beendet. In dem Moment, wo Sie die Entscheidung getroffen haben, ist die Chance vertan und Sie kriegen nicht die Gelegenheit, das nochmal zu revidieren oder die Entscheidung nochmal neu zu treffen. Es ist eine einmalige Gelegenheit und sie kommt nicht wieder. Die Entscheidung muss jetzt getroffen werden. William James selber bringt das Beispiel, dass Sie das Angebot bekommen, an einer Polarexpedition teilzunehmen. Also entweder Sie sagen zu, dann sind Sie dabei, oder Sie sagen ab, dann sind Sie nicht dabei. Aber wahrscheinlich, wenn Sie absagen, kommt nicht nochmal zwei Wochen später die Nachfrage, wollen Sie wirklich absagen? Nein, es ist eine bedeutsame Entscheidung, die jetzt getroffen werden muss. Danach schließt sich das Fenster.
So, das sind die drei Faktoren einer echten Option. Und das klassische Beispiel, mit dem man illustrieren kann, was eine solche echte Option ist, in der alle drei Faktoren gegeben sind, wäre ein Heiratsantrag. Jemand fragt Sie, willst du mich heiraten? Dann ist das, vor das Sie hier gestellt werden, eine echte Option. Sie ist erstens lebendig. Also ich gehe davon aus, dass jemand, der Ihnen einen Heiratsantrag stellt, in irgendeiner Weise eine Wirkung auf Sie hat. Also dass diese Frage, willst du mich heiraten, ja oder nein, Sie nicht kalt lässt, sondern dass Sie irgendwie ein Interesse daran haben, wie die Sache ausgeht, ob Sie sich für oder gegen die Hochzeit entscheiden werden. Wenn irgendjemand Sie fragt, willst du mich heiraten, den Sie seit 5 Minuten kennen, dann ist das vielleicht keine lebendige Option für Sie. Aber ja, die normalen Situationen, in denen Heiratsanträge gestellt werden, sind eher so, dass es sich um lebendige Optionen handelt. Also eine lebendige Option und ebenso eine unumgängliche Option. Man kann nur Ja oder Nein sagen. Sie können nur mit Ja oder Nein antworten. Wenn Sie sagen vielleicht oder ich weiß nicht, dann ist das so gut wie Nein zu sagen. Und schließlich ist es drittens eine bedeutsame Option. Sie müssen Ja oder Nein sagen, wenn Sie gefragt werden. Sie können ziemlich schlecht sagen, ja, ich muss erstmal drüber nachdenken, reden wir in 2 Wochen nochmal drüber. Siehe oben, das läuft auch wieder auf ein Nein raus letzten Endes. Und wenn Sie einmal Nein gesagt haben, dann bekommen Sie keine zweite Chance. Sie können jetzt nicht auf hinreichende Evidenz warten, ob die Antwort, die Sie geben werden, die richtige oder die falsche ist. Also wenn Sie in der Situation, dass Ihnen jemand einen Heiratsantrag macht, den Clifford machen und sagen, Moment, ich brauche erstmal hinreichende Evidenz, welche der beiden Optionen die bessere wäre, dann wird die Antwort vermutlich lauten, vergiss, was ich gerade gesagt habe. So, das ist also eine echte Option. Und James sagt jetzt, eine solche echte Option muss aus lebenspraktischen Gründen entschieden werden, auch wenn sie intellektuell eben nicht entscheidbar ist. Denn wenn wir einmal vor dieser Entscheidung gesetzt sind, müssen wir sie entscheiden, weil unser Leben ja weitergeht. In die eine oder in die andere Richtung. Wir können nicht das Leben auf Pause setzen, sondern das Leben geht weiter und es muss nur weitergehen, indem eine Entscheidung gefällt wird. James sagt jetzt aber auch, beim religiösen Glauben ist es genauso. Die Frage, ob wir glauben wollen oder nicht, ist selbst eine echte Option. Warum? Nun, zum einen, religiöser Glaube oder Unglaube ist lebendig. Es wird ja ernsthaft diskutiert, ob man glauben sollte oder nicht. Es ist für viele Menschen eine sehr, sehr wichtige Frage. Vielleicht würden Sie jetzt aber auch den Standpunkt von Flew vom letzten Mal beziehen und sagen, Presumption of Atheism, also ich habe da weder in die eine noch in die andere Richtung irgendeine Präferenz, das sagt mir alles gar nichts. Wenn das so ist, dann ist das für Sie tatsächlich keine echte Option und Sie können sich den ganzen Rest sparen. Aber wenn Sie grundsätzlich ein Interesse haben an der Frage, ob man glauben sollte oder nicht, dann ist das wohl eine lebendige Option für Sie. Sie ist auch unumgänglich. Also man kann nur dafür oder dagegen sein. Also Sie können sagen, entweder ich glaube oder ich glaube nicht. Agnostizismus, so ein sich der Frage enthalten, ist eigentlich nicht möglich, denn Agnostizismus läuft für James letzten Endes auf Atheismus raus. Es gibt sehr wenige Agnostiker, die trotzdem jeden Sonntag in die Kirche gehen und sagen, na, ich weiß ja nicht, ob es nicht doch stimmt. In der Praxis lebt man als Agnostiker ein faktisch gesehen atheistisches Leben. Und die Entscheidung ist bedeutsam. Ich kann durch den Glauben etwas gewinnen. Und das kann ich nur dann haben, wenn ich mich dafür entscheide. James ist der Meinung, unser Leben wird dadurch besser, dass wir den religiösen Glauben annehmen. Wenn ich die Entscheidung aufschiebe, dann verliere ich ja unwiederbringlich die Zeit, in der ich ansonsten ein besseres Leben hätte führen können. Also, Konsequenz ist, wir haben das Recht, uns für den Glauben zu entscheiden. Wohlgemerkt das Recht, nicht die Pflicht. Es ist genauso unser Recht, den Glauben abzulehnen. Also auch das wäre eine Option, eine Entscheidung, die legitim ist für James. In jedem Fall ist das eine Entscheidung unter Risiko. Also eine Frage, ob man es jetzt für wichtiger hält, die Wahrheit zu finden oder den Irrtum zu vermeiden. Will man das Risiko eingehen oder will man das Risiko nicht eingehen? Clifford ist eher der vorsichtige Typ. Clifford sagt, wir sollten um jeden Preis den Irrtum vermeiden. James aber nicht. James hält dem entgegen. Es ist dasselbe, als wenn ein General zu seinen Soldaten sagte, es sei besser, sich für immer von der Schlacht fernzuhalten, als eine einzige Wunde zu riskieren. So lassen sich aber weder über die Feinde noch über die Natur Siege erringen. Unsere Irrtümer sind am Ende nicht so hochwichtige Dinge. In einer Welt, wo wir ihnen trotz aller Vorsicht doch einmal nicht aus dem Wege gehen können, erscheint ein gewisses Maß sorglosen Leichtsinns gesünder als diese übertriebene, nervöse Angst.
Problem an der Sache ist, so nett das auch klingen mag, das gilt alles nur, solange tatsächlich intellektuell nicht entscheidbar ist, ob religiöser Glaube wahr oder falsch ist. Aber ist die Frage wirklich nicht rational entscheidbar? Leute wie Russell, Dawkins und so weiter würden ihren Einspruch erheben und sagen, doch, die Frage ist entscheidbar und es ist gerade eben nicht wahr. Alles, was wir mit James haben könnten, wäre ja so etwas wie ein, sagen wir mal, experimenteller Glaube, also ein Glaube auf Probe, der so lange angenommen wird, bis irgendwelche intellektuellen Gründe auftauchen, die dafür oder dagegen sprechen. Es ist also nur so lange wirklich vertretbar, wie wirklich Ungewissheit besteht. Aber befinden wir uns überhaupt in dieser Situation der Ungewissheit nach Jahrhunderten der Religionskritik und nach fast ebenso vielen Jahrhunderten des naturwissenschaftlichen Fortschritts? Ist diese Ungewissheit nicht eigentlich längst ausgeräumt? Die radikalste Variante, das ist der echte Fideismus und den finden wir ganz exemplarisch bei Søren Kierkegaard. Kierkegaard, das ist der einzige dänische Philosoph, der tatsächlich Weltruhm erlangt hat und er gilt als einer der großen Vordenker und Wegbereiter der Existenzphilosophie und des Existenzialismus im 20. Jahrhundert. Bei der Existenzphilosophie ist es ja immer wichtig, dass es auf die Existenz des Menschen ankommt, also die Existenz des Menschen als ein konkretes Individuum. Die Existenzphilosophie ist nicht interessiert am Absoluten, sondern am Einzelnen, an der Art und Weise, wie wir als Menschen, als Individuen in der Welt existieren. Ausgehend von dieser Grundhaltung ist für Kierkegaard dann auch der Glaube eben ja, keine Sache der Vernunft. Es ist nichts, was man durch rationale Überlegungen entscheiden könnte. Man kommt ja nicht durch die Vernunft zum Glauben. Kierkegaard hat da eine große Aversion gegen jedwede Form von rationalistischer Religion, also gegen den Versuch, uns mit Vernunftgründen dazu zu bringen, den Glauben anzunehmen. Er macht das mit einer kleinen Parabel sehr schön deutlich, wenn er schreibt, da ist also ein Mann, der den Glauben haben will. Nun kann die Komödie beginnen. Er will den Glauben haben, aber mit Hilfe der objektiven Überlegung und des Approximierens will er sich sichern. Was geschieht? Mithilfe der Approximierung wird das Absurde etwas anderes. Es wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlicher, es wird über die Maßen und ganz besonders wahrscheinlich. Nun ist es also soweit, dass er glauben soll. Und er darf von sich sagen, dass er nicht wie Schuhmacher und Schneider und Einfältige glaube, sondern erst nach langer Überlegung. Nun soll er es also glauben, aber sie, nun ist es gerade unmöglich geworden, es zu glauben. Das fast Wahrscheinliche, das über die Maßen und ganz besonders Wahrscheinliche, das kann er beinahe und so gut wie wissen. Aber es glauben, das lässt sich nicht machen. Denn das Absurde ist gerade der Gegenstand des Glaubens und das Einzige, was sich glauben lässt. Also, rationale Argumente, die ganzen Vernunftgründe, von denen wir gesprochen haben oder die ein Thomas von Aquin vielleicht anführen würde, das ist für Kierkegaard bloß Approximierung, also Annäherung. Eine Annäherung, die aber nie endgültig ankommt. Die ganze rationale Theologie, die ganze Tradition der Gottesbeweise und so weiter und so fort, das bewegt sich in Wahrheit für Kierkegaard vom echten Glauben weg. Denn mit diesen Argumenten kommen wir niemals zum Glauben hin. Wir kommen vielleicht zu sowas Ähnlichem wie Wissen, aber das ist was ganz anderes als der Glaube, um den es Kierkegaard eigentlich geht. Kierkegaard nennt nämlich Glaube auch sehr oft Leidenschaft. Und Leidenschaft kann es eben nicht geben, wenn wir bloß nach Argumenten suchen und vergessen, dass es hier nicht um irgendwelche theoretischen Wahrheiten geht, sondern um uns selbst, um unser eigenes konkretes Leben und die Frage, wie ich existieren möchte. Nehmen wir nochmal das Beispiel von eben, vom Heiratsantrag. Man kann natürlich, wenn man einen Heiratsantrag bekommt, objektiv Gründe suchen, warum es gut wäre oder warum es vernünftig wäre, warum es die richtige Entscheidung wäre, diese Person jetzt zu heiraten. Aber es geht ja nicht um die Frage, was besser wäre. Es geht um die Frage, wie ich mich entscheiden soll. Es geht um mich. Und das Einzige, was zählt, ist, ob ich mich dafür entscheide. Ohne Leidenschaft, ohne eine leidenschaftliche Entscheidung für oder gegen die Person, sind alle Argumente nutzlos. Was bringt es mir zu wissen, dass es für mich besser wäre, dass es klüger wäre, dass es ökonomisch gesehen sinnvoller wäre, diese Person zu heiraten, wenn ich es nicht will? Und dieses Ich will, das ist die Leidenschaft, von der Kierkegaard spricht. Glaube im religiösen Sinne heißt für Kierkegaard gerade Ungewissheit. Wenn ich Gründe hätte, dann müsste ich nicht glauben, dann bräuchte ich keine Leidenschaft. Er formuliert das so, wenn er sagt, ohne Risiko kein Glaube.
Glaube ist gerade der Widerspruch zwischen der unendlichen Leidenschaft der Innerlichkeit und der objektiven Ungewissheit. Kann ich Gott objektiv ergreifen? Dann glaube ich nicht. Aber gerade weil ich es nicht kann, deshalb muss ich glauben. Und will ich mich im Glauben bewahren, muss ich beständig darauf achten, dass ich die objektive Ungewissheit festhalte, dass ich in der objektiven Ungewissheit auf den 70.000 Faden Wasser bin und doch glaube. Glaube heißt also gerade Ungewissheit, heißt die Ungewissheit festhalten und nicht den Glauben durch irgendwelche rationalen Argumentationen in so eine Art von Gewissheit oder Wissen auflösen, sondern heißt diese Ungewissheit und Irrationalität festzuhalten. Wer glauben will, für Kierkegaard, der muss die Vernunft hinter sich lassen. Der muss das, was Kierkegaard den Sprung in den Glauben nennt, wagen. Ein Sprung in den Glauben heißt, eine existenzielle Entscheidung treffen. Eine Entscheidung darüber treffen, wie ich leben möchte. Und das ganze Leben darauf setzen, dass diese Entscheidung richtig getroffen ist. Auch unter Ungewissheit. Gerade unter Ungewissheit. Vergleichen Sie das ja zum Beispiel mit einem Musiker, der am Anfang seiner Karriere steht, sich nicht ganz sicher ist, ob das so das richtige Ding für ihn ist, vielleicht schon mal so ein paar kleine Konzerte gespielt hat, aber alles in allem noch keinen richtigen Erfolg hat. Und dann plötzlich kommt das Angebot für einen Plattenvertrag. Was soll dieser Mensch tun? Soll er seinen Job aufgeben und sich ganz der Musik widmen? Soll er den Vertrag unterschreiben, das Angebot annehmen, die Entscheidung treffen, ganz von der Musik zu leben? Aber es besteht doch die Gefahr, dass er scheitert. Er kann nicht wissen, dass er Erfolg haben wird, dass er tatsächlich eine Karriere als Musiker schaffen wird. Aber er will es. Was soll er in dieser Situation tun? Alle Approximierung nützt gar nichts. Das Einzige, was in dieser Situation funktioniert, ist, den Sprung zu wagen. Etwas wagen, darauf setzen, dass es gut geht. Nur dann ist es tatsächlich auch Leidenschaft, aus der diese Entscheidung getroffen wird. Ebenso beim religiösen Glauben. Für Kierkegaard sind die Innerlichkeit und die Leidenschaft das, worauf es ankommt. Die objektive Wahrheit wird dann zur Nebensache. Also ob der Glaube auch wirklich objektiv gesehen, also in einem rationalen, wissenschaftlichen Sinne wahr ist, darauf kommt es eigentlich gar nicht mehr an. Kierkegaard schreibt, wenn nun die Rechenaufgabe heißt, wo ist mehr Wahrheit? Entweder auf der Seite dessen, der allein objektiv den wahren Gott und die approximierende Wahrheit der Gottesvorstellung sucht, oder auf der Seite dessen, der sich darum unendlich sorgt, ob er sich in Wahrheit zu Gott mit der unendlichen Leidenschaft des Bedürfnisses verhalte. So kann die Antwort für niemand zweifelhaft sein, der nicht mit Hilfe der Wissenschaft ganz verpfuscht ist. Wenn einer, der mitten im Christentum lebt, zu Gottes Haus hinaufsteigt, zu des wahren Gotteshaus, mit der wahren Vorstellung von Gott im Wissen und dann betet, aber in Unwahrheit betet. Und wenn einer in einem heidnischen Lande lebt, aber mit der ganzen Leidenschaft der Unendlichkeit betet, obgleich sein Auge auf einem Götzenbild ruht, wo ist dann am meisten Wahrheit? Der eine betet in Wahrheit zu Gott, obgleich er einen Götzen anbetet. Der andere betet in Unwahrheit zu dem wahren Gott und betet daher in Wahrheit einen Götzen an. Also die Wahrheit, auf die es ankommt, die echte Wahrheit, das ist die Wahrheit der Subjektivität, die Wahrheit der Leidenschaft, der Innerlichkeit. Die objektive Wahrheit, die der Wissenschaft, das ist irgendwie irrelevant. Aber genau hier liegt das Problem bei Kierkegaards Ansatz. Wie soll denn eine solche Entscheidung funktionieren? Wie funktioniert eine Entscheidung ganz ohne Gründe? Was würden wir von solchen Leuten halten, die von irgendetwas überzeugt sind, weil sie sagen, ja, ich habe mich halt dafür entschieden, aber sie könnten nicht sagen, warum sie sich so entschieden haben. Oder noch schlimmer, die vielleicht irgendwelche Gegenargumente hören, aber dann sagen, ja, das kann mir egal sein, ich habe mich dafür entschieden, es ist mir egal, was dagegen spricht. Es geht ja auch gar nicht um Gründe, sondern nur darum, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Eine solche Position würden wir vermutlich als zutiefst irrational und auch gefährlich ansehen und hätten wahrscheinlich sowas in die Richtung von Zweifeln, ob die Person überhaupt noch geistig ganz in Ordnung ist. Was ist mit der Pluralität von Religionen? Wir haben eben schon gesehen bei Pascal, dass das ein Problem ist. Auch hier bei Kierkegaard wird es wieder zum Problem, denn in welche Religion, in welchen Glauben soll ich eigentlich springen? Für Kierkegaard scheint sich nur die Frage zu stellen, soll ich an den christlichen Gott glauben oder nicht? Und das ist vor dem Hintergrund, vor dem er geschrieben hat, auch naheliegend. Aber wir leben im 21. Jahrhundert in einer Zeit der religiösen und kulturellen Pluralität und da stellt sich sehr wohl die Frage, für welche Religion soll ich mich denn entscheiden?
Muss ich hier nicht doch irgendwie wieder anfangen, rationale Überlegungen anzustellen? Also muss ich nicht fragen, welche Religion mir sinnvoller erscheint, vernünftiger erscheint und dann sagen, warum ich dieser Religion vor der anderen Religion den Vorzug geben möchte? Also auch diese Situation ist kritisch. Auch hier sieht es so aus, als würde der vollkommene Verzicht auf die Vernunft nicht das gewünschte Ergebnis erbringen. Alle diese drei Positionen, die wir angeschaut haben, haben es jetzt miteinander gemeinsam, dass sie die Wichtigkeit einer persönlichen Entscheidung betonen. Glaube ist eben nicht bloß eine objektive, neutrale Frage nach den Tatsachen, was ist der Fall, was ist nicht der Fall, so wie wir das von der Naturwissenschaft kennen, sondern Glaube ist tatsächlich noch mehr. Es ist eine Lebensform. Es hat eine Bedeutung, ob ich glaube oder nicht, für meine Existenz als Individuum. Und dieser Glaube oder Unglaube muss auch im eigenen Leben umgesetzt werden. Es reicht nicht einfach nur zu akzeptieren, zu sagen, dass bestimmte Tatsachen bestehen oder auch nicht bestehen, also dass es einen Gott gibt oder nicht, sondern ich muss diese Tatsachen, diese Anerkennung dieser Tatsachen irgendwie in meinem eigenen Leben reflektieren und umsetzen in der Art und Weise, wie ich lebe, wie ich existiere als Individuum. Das geht nur, wenn ich als das konkrete Individuum, das ich bin, auch die Entscheidung treffe, diesen Glauben anzunehmen oder abzulehnen. Das Ergebnis unserer Überlegung hier ist jetzt also, es macht keinen Sinn, komplett auf die Vernunft zu verzichten. Wir haben gesehen, dass das bei allen drei vorgetragenen Positionen ein Problem ist. Man kommt nicht ganz drum rum, vernünftige Überlegungen mit einfließen zu lassen. Aber wir haben auf der anderen Seite eben auch gesehen, und das ist das andere Ergebnis, Glaube kann nicht ausschließlich eine Sache der Vernunft sein. Es muss mehr sein als das. Glaube muss in irgendeiner Weise persönliche Entscheidung und individuelle Lebensform sein.